Okay, der Skyrunner, der wurde repariert. Und zwar von zwei Leuten, die wir gar nicht kennen. Wie dem auch sei, ich bin's wieder. Im letzten Part haben wir Paula gerettet. Und in diesem Part fliegen wir mit dem Skyrunner nach Winters und treffen dort Dr. Anonuts, der uns den Skyrunner modifiziert, damit wir anschließend nach Summers fliegen können. Yeah, Summers. Und ihr merkt schon, es fehlt ein Part. Also in der letzten Episode hätten wir eigentlich noch zwei Typen getroffen, die uns gesagt haben, hey, wir haben euch den Skyrunner wieder repariert. Ja, das ist irgendwie verloren gegangen. Und es tut mir wirklich leid, im Moment geht mir alles verloren und ich weiß nicht warum. Das kommt nie wieder vor. Ich verspreche es euch. Wirklich? Na, wie dem auch sei, wir müssen sowieso noch nach Winters, denn dort gab es ja ein Heiligtummonster, den wir nicht bekämpfen konnten, weil wir waren hier nur Jeff und wir brauchen Ness in der Party, denn er besitzt den Melodienstein. So, aber nun wären wir wieder hier. Endonuts Laboratorium. So. Ja, genau. Und wir steigen einfach durch das klitzekleine Fenster. Danke, dass du dich damals um meinen Mann gekümmert hast. Wie? Du bist der Kaugummi-Affe. Du bist mir entwischt, du kleiner, mieser Affe. Oh ja, wir haben endlich geheiratet. Okay, seit wann können Affen heiraten? Wie dem auch sei. Schatzi, steh nicht einfach mit offenem Mund da. Sag was. So. So. Du gingst durch die Höhle nördlich von Stonehenge. Hast du dich jemals gefragt, was daran ist? No. Ich kann nur noch daran denken. Los, sieh nach, was dort ist. Wir verziehen uns von hier. Wir sind schließlich frisch verheiratet, weißt du? Tschüss. Ja, man sieht sich. Aber wir sind nicht wegen euch hier, sondern wegen Dr. Anonuts. Was zur Hölle macht ein Höhlenjunge hier? Uga Buga, kann ich helfen? Baka Ugawa, was möchten Sie? Wie, du verkaufst Tasse, Kaffee und geheimes Kraut. Was kannst du bitte mit Geld anfangen? Wunga Gungari, kommen Sie wieder. So, Dr. Anonuts. Oh, du hast mich überrascht. Du bist Ness, richtig? Jeff wets his bed sometimes. Warum sprichst du plötzlich auf Englisch? Das verwirrt mich. Ah, alles wieder gut. Der Kaugummi-Affe sagt, es gäbe eine Höhle nördlich von Stonehenge. Ich kenne sie schon seit einer halben Ewigkeit. Die Einwohner nennen dieses Gebiet Regenzirkel, aber ich war noch nie dort. Ich frage mich, was in der Höhle ist. Aha, verstehe. Während du die Höhle erkundest, arbeite ich am Wolkensprinter. Oh, ja, ja, mein Assistent Klumpfuß, Klumpfuß, verabscheut Gewalt. Er ist so ein netter Kerl und er liebt Menschen. Er teilt oft sein Fleisch mit mir. Wie du meinst. Okay, wir gehen nun zur Hölle. Hölle, Hölle, genau, wir gehen zur Hölle. Wir gehen zur Höhle, wo sich das Heiligtum Mathe befindet. Und du bist ja immer noch hier. Sag mal, hast du kein Leben? Du stehst über das ganze Spiel hier und sagst, du Kinder, siehst nicht sehr helle aus. Lern erstmal richtig Deutsch sprechen, du Spast. So. Okay, ab nun können wir gegen diese Höhlenjungen kämpfen. Oh, ein Bär. So, genau, die Bären sterben aus, aber wir bringen sie trotzdem um. So, hier hätten wir einen Höhlenjungen und einen mächtigen Bären. 7. Ich weiß nicht, für was das 7 steht, wie dem auch sei. So, Paula, PK Fire. Jeff, Schuss. Schwingt mit seiner Keule. Ein HP. Das ist schwach. So, PK Rocket. Bam. Ach ja, die Bären haben übelst viel HP übrigens. Autsch. Ha, daneben. So, Paula. Du setzt PK Fire ein. Bei dem Höhlenjungen. Und Jeff schießt den Bären ab. Genau, schießt den Bären ab. Mir doch egal, dass sie aussterben. Bam. Na, Spaß. Es ist nur ein Spiel. Komm mal runter, Ali. Es ist nur ein Spiel. So, und ich habe gewonnen. Yay. Und es geht direkt weiter. So, hier ist die Höhle. Und jetzt geht's los. Yay. Du bist endlich hier. Das kannst du laut sagen. Dies ist das 4. Heiligtum. Aber das gehört jetzt mir. Nimm es mir ab, wenn du kannst. Ja, wenn ich kann. Okay. Hier hätten wir Shroom. Und dieser Sprite kommt übrigens auch in Mother 3 vor. So, Paula, ich glaube, Feuer eignet sich ganz gut. Also, der sieht so aus, als ob er gut brennen würde. Und ich glaube, das habe ich schon mal gesagt bei einem anderen Heiligtum-Monster. Und du hast keine guten Items, also Schuss. Jo, da brennt ganz gut. Das benutzt PK Rocket. Bam. So, Jeff fühlt sich seltsam. Paula, probier's mal mit Eis. Vielleicht ist das besser, ich weiß es nicht. Und du setzt ein. HP-Sauger. Jeff absorbiert sein eigener HP.
mein Gott, war das bescheuert. Weil er ja benebelt ist, versteht ihr? Oh, das war zu gut. Okay. Okay. Bombe. Jeff, Polish ist eine Bombe. Okay. Oh Mann, willst du Polish schon wieder umbringen? Amokläufer, Jeff ist zurück. Oh mein Gott. Jeff ist gefährlich. Egal, Schuss. Mann, Polish ist vergiftet. Jeff, man schlägt keine Mädchen. Jeff hat sich selbst angegriffen. Oh. Und Jeff ist ausgewichen. Oh Gott. Er hat sich selbst angegriffen und ist bei seinem eigenen Angriff selbst ausgewichen. Jeff, you rule. Na, das ist auch egal. Bam. Wie? Es hat keinen Effekt. Mann, Jeff, du gehst mir langsam echt auf den Sack. Also jetzt wäre echt nicht schlecht, wenn Jeff sterben würde. So. Schuss. Okay, Jeff ist nicht mehr benebelt. Das ist gut. Mann, Jeff stirbt doch. Schroom, war ich da aus. So, okay, jetzt ist Ness benebelt. Ey, Hauptsache Ness stirbt nicht. Ja. Jeff ist tot. So. Mann, jetzt stirbt doch. Ich hab mich selbst angegriffen, Pika Rocken. Oh Gott. Heilung. Ich heile aber nicht den Gegner, oder? Oh, jetzt hat er Paula. Heilung, heil dich selbst, Ness. Du heilst dich nun selbst. Geht doch. So. Oh. Ist das beschissen, wenn man benebelt ist? So. Sag mal, könntest du mir den Gefallen tun und endlich sterben? Komm schon! Jetzt stirb! Mann! Ich verfehle das Ziel ganz knapp. Natürlich. Habe ich noch irgendwelche Items? Ich habe noch Hirnnahrung. PP könnte ich gebrauchen. Okay, gut. Jetzt werde ich noch mal einen Picker Rocken angreifen. Hoffentlich nicht ich selbst. Okay. Jetzt stirb doch! Hallo, wie viel HP hat der eigentlich? Okay, das kann noch eine ganze Weile dauern. Er benutzt Heilung, was zum... Das nervt! Und ich bin immer noch vergiftet. Jetzt muss ich mich wieder heilen. So. Heilung. Ness. Okay, das sieht nicht gut aus. Boah, wenn ich benebelt bin, kann es sein, dass ich den Gegner damit heile, wenn ich PK Leiter benutze. Und er ist endlich tot. Boah, war das ein Kampf. Also, überlevelt bin ich nicht mehr. Nächstes Level ist jetzt 43. Oh yeah. Nächstes Level ist jetzt 44 und es kassiert die ganzen Experience. Nächstes Level ist jetzt 45. Oh mein Gott. 3 Level. So, aber nun kommen wir zum nächsten Heiligtum. Und ich bin immer noch vergiftet. Egal, beim Heiligtum werden wir geheilt. Und das ist wirklich das hässlichste Heiligtum, was ich je gesehen habe. Und alle sind geheilt. Ness nimmt den Geruch von Steak wahr. Aber nur für eine Sekunde. Ness ist Melodienstein. Hat die Melodie vom Regenstag laufen. Okay. Hören wir mal rein. Jetzt haben wir viel Melodien. Nicht schlecht. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns bei Dr. Anonuts. Also bis gleich. Okay, Dr. Endonas hat den Skyrunner modifiziert und er hat mal Tschüss gesagt und wir fliegen nach Summers. Dort treffen wir auch übrigens unser allerletztes Partmitglied und zwar Pooh. Aber nicht mehr in dieser Episode, weil wir haben keine Zeit mehr. Was zum Grafikglitch, ahoi. Ja, und genau deswegen empfehle ich euch nicht mit dem Deutsch-Patch zu spielen, weil dann passiert sowas. Genau.
Also ich mach's auch nur, weil ich die ganzen Dialoge nicht übersetzen will. Na, wie dem auch sei. Vielleicht kommen wir ja noch an. Vielleicht. Oder auch nicht. Wo sind wir? Okay, doch. Wir kommen doch ins Summersaal. Zum Glück. Landen, Jeff. Landen. Ganz in Ruhe landen. Ja. Ja. Warum ist das trotzdem explodiert? Naja, benutzen können wir ihn wohl nicht mehr. Okay, Leute, ich würde sagen, ich stehe hier und im nächsten Part schauen wir uns hier um. Also, bis zum nächsten Mal.